Verehrte Gäste, mein Redebeitrag ist ja überschrieben mit Programmdebatte eine Zwischenbilanz. Nun muss ich sagen, an diesem Wochenende tagt der Parteivorstand erneut, um nochmal an den vorliegenden Entwurf gegebenenfalls einige Änderungen vorzunehmen. Und dann wird dieser Entwurf Gegenstand der Vorbereitungen und natürlich auch der Debatte auf dem Parteitag, Bundesparteitag im Herbst hier in Erfurt sein, der über das Programm beschließen soll. Ich will, ehe ich auf einige inhaltliche Fragen natürlich eingehen will, insofern noch mal verdeutlichen, dass was ich jetzt versuchen werde, etwas zusammengefasst vorzutragen, ist also im Wesentlichen Schlussfolgerung aus der Debatte, die wir zum Parteiprogramm im Landesverband Thüringen geführt haben, die Position und diese Schlussfolgerung haben wir auch in Anträgen zum Parteiprogramm deutlich gemacht. Und wir werden Ende des Monats August in der dazu vom berufenen Arbeitsgruppe, durch den Landesvorstand berufenen Arbeitsgruppe, uns nochmal verständigen, wie wir das jetzt mit dem aktuellen Entwurf mit Blick auf den Parteitag handhaben. Und der Landesvorstand wird Ende September dann, oder Anfang September, nicht Ende, die notwendigen Beschlüsse dazu fassen, weil dann auch der Antragsschluss für den Bundesparteitag in Erfurt im Herbst sein wird. Dabei will ich einen Grundsatz oder die wichtigsten Grundsätze nochmal voran bemerken, an die wir uns immer in dieser gemeinsamen Debatte gehalten haben. Der erste Grundsatz war, es geht nicht allein um die Fertigstellung eines Textes unter dem Gesichtspunkt Parteiprogramm, sondern es geht darum, dass wir diese Debatte auch nutzen, um politisch insgesamt voranzukommen, um eine breite Verständigung innerhalb der Partei über unsere politischen Ziele für die nächsten Jahre zu erreichen. Insofern ist schon die gesamte Debatte, und ich glaube, für den Thüringer Landesverband kann man das wirklich sagen, dazu geeignet, und wir haben sie genutzt, um sozusagen unsere politische Profilierung weiter voranzutreiben und mit der Öffentlichkeit in einen politischen Dialog zu treten. Ein zweiter Gesichtspunkt ist, dass natürlich wir heute konfrontiert sind mit vielfältigen Entwicklungen, mit einer großen Schnelligkeit von gesellschaftlichen Veränderungen, zum Teil auch erheblichen Verwerfungen. Und ein dritter Gesichtspunkt, den man immer bei einer solchen Programmdebatte beachten muss, ist die Frage, dass wir, und das sehr berechtigterweise, eine plurale Partei sind. Eine Partei, die unter vereinbarten Grundsätzen eine Vielfalt von Anschauungen und Meinungen, wie man zu diesen gemeinsam vereinbarten Zielen kommen kann und was dabei alles mitbeachtet werden muss, beinhaltet. Und unter diesen drei Gesichtspunkten will ich nochmal Professor Klaus Dörre von unserer Tagung in Eisenach gemeinsam mit den Landesverbänden aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zitieren, der uns dort in unser sozusagen Programmbuch geschrieben hat, aus meiner Sicht sehr richtig geschrieben hat: Die Linke braucht jawohl verbindliche programmatische Eckpunkte, aber sie braucht, und das sage ich, das ist etwas, was wir allen anderen Parteien voraus haben können, ein lernendes Parteiprogramm, was darauf setzt und sich auch nicht scheut, Fragen aufzuwerfen, sie in die Gesellschaft zu stellen, auf die es nicht die endgültigen Antworten im Augenblick auch nicht durch uns gibt. Und diesen Programmentwurf, und das ist unsere Thüringer Position, das haben wir auch in unsere Anträge geschrieben, also dieser Forderung, dieser eigentlich Analyse müssen wir gerecht werden. Ich will es euch an einem Beispiel deutlich machen. Wir plädieren also dafür, dass wir einerseits die Frage der bedarfsorientierten Grundsicherung, der bedarfsdeckenden Grundsicherung, als ein zentrales, wichtiges Element linker Politik ansehen
Und wir sagen andererseits trotzdem, die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen ist weiter zu führen. Wir brauchen sie mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir brauchen sie zum Beispiel auch, weil wir die demografischen Entwicklungen kennen. Wir brauchen sie im internationalen Maßstab, weil wir wissen, dass ganz viele Menschen auf diesem Erdball aus jeder Art der sozialen Sicherung durch Armut von Grundsatz her ausgeschieden sind. Und deshalb brauchen wir in der Partei nicht einen unfruchtbaren Streit über das eine, also die bedarfsdeckende Grundsicherung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wir brauchen eine politische und programmatische Philosophie, die das eine heute stützt, aber das andere für die Zukunft selbstverständlich nicht aus dem Auge verliert. Und dann möchte ich noch einen Grundsatz sagen, den wir immer in der Thüringer Debatte, und das alles tragen wir natürlich unter anderem auf der Strategiekonferenz am 9. dieses Monats der Landesverbände, auch weiter in den Bundesverband. Wir sind der Auffassung, Strategie und Programm einer Partei sind zwar keinesfalls einfach das Gleiche, aber Strategie und Programmatik gehören zusammen. Und das ist eigentlich der Grundsatz, den wir dann dem Satz folgen lassen. Demokratischer Sozialismus, das ist natürlich unsere Vorstellung von der zukünftigen Gesellschaft. Aber dieser demokratische Sozialismus, das ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern der beginnt für uns mit konkreter Politik im Hier und Heute, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb, sage ich mal, muss im Mittelpunkt stehen, dass wir auf der Grundlage von programmatischen Grundsätzen die Interessen von Menschen, die Interessen einer großen Mehrheit von Menschen in diesem Land, in dieser Gesellschaft vertreten wollen. Was wir darunter verstehen, wie wir diese Mehrheiten definieren, dazu werde ich noch versuchen, ein paar Ausführungen zu machen. Aber ich will aufgrund der aktuellen Debatten in unserer Partei und auch der Punkte, die hier Andreas Schubert vorhin angesprochen hat, schon unter diesem Gesichtspunkt Interessenvertretung kurz unseren Fraktionsvorsitzenden aus dem Landtag zitieren, der formuliert hat. Dabei müsste allen bewusst sein, dass wir als Partei zuallererst Interessenvertreter sind und als solche in Gesellschaft und Parlamente für diejenigen politische Veränderungen erreichen müssen, die auf uns große Hoffnungen gesetzt haben. Diese Erkenntnis, dass wir als Mitglieder, und ich möchte jetzt aber unterstreichen, vor allem als Funktionäre dieser Partei nicht für uns selber da sind, ist leider derzeit nicht sehr ausgeprägt in mancher Beziehung in unserer Partei. Und das ist berechtigt dazu. Ich will auch mal hinzufügen, mancherorts lese ich jetzt in Strategiepapieren aus anderen Landesverbänden, vornehmlich im Osten, also in Ostdeutschland muss ich so sagen, wenn man dann nun auf bestimmte Wahlen zugeht und die Lage nicht immer einfach ist, wir müssen unsere Politik besser erklären. Also liebe Genossinnen und Genossen, nehmt es mir nicht übel. Das klingt mir sehr nach einem Erbe aus unserer Vorgängerpartei, dass wir nun nicht zu den positiven Dingen dieser Vorgängerpartei überhaupt zählen können. Also die Politik immer besser zu erklären, das hat die SED-Führung auch versucht. Nein, ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen eben eine solche Politik gestalten, die den Interessen ganz vieler Menschen in diesem Lande wirklich dient. Und je besser wir das machen, desto weniger müssen wir das im Übrigen dann komplizierter machen. Also, wenn ich gesagt habe, demokratischer Sozialismus beginnt im Hier und Heute, dann ist das natürlich damit verbunden, dass wir schon heute streiten für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Dass wir zum Beispiel im Landesverband und vor allem auch in der Landtagsfraktion ein Konzept entwickelt haben unter dem Gesichtspunkt Energierevolution statt
grüner Kapitalismus. Eben nicht einfach den energetischen Umbau, sondern ein energetischer Umbau, der auch demokratisch ist, der auch sozial ist, bei dem gute Arbeitsplätze mit ordentlicher Entlohnung geschaffen werden. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, ist etwas ganz anderes, was die Bundesregierung unter dem Einfluss der großen Stromkonzerne im Augenblick politisch schon wieder organisiert, nämlich Milliardengewinne für diese Konzerne auf Kosten der Allgemeinheit, der Bevölkerung. Und da ist die Interessenlage klar. Und unsere Position, die wir vertreten, ist, denke ich, auch ganz klar in dieser Frage. Es kommen dazu die Bildungsfragen, die Bildungsgerechtigkeit. Es kommen aber auch auf der kommunalpolitischen Ebene solche Fragen dazu, wie Bürgerhaushalte, also der stärkere Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf unsere Gesellschaft. Lasst mich davon ausgehend einige der Grundsätze hier nochmal formulieren, die wir als Arbeitsgruppe und beschlossen durch die Landespartei in der Programmdebatte besonders hervorheben. Da gehe ich zunächst mal auf einen Abschnitt ein, der so auch im jetzigen Entwurf enthalten ist, also von zumindest teilweise von der Arbeitsgruppe oder Redaktionsgruppe übernommen wurde. Wir haben nochmal und im Übrigen anknüpfend an das, was wir in der, wie das heute immer so schön heißt, Quellpartei PDS immer besonders hervorgehoben haben, nämlich die Frage des Menschenbildes in der Gesellschaft als Ausgangspunkt von Politik. Also nicht des Bildes, was wir uns vielleicht vom Menschen jeder so oder so machen, sondern des Bildes, wie ist heute in der Gesellschaft mehrheitlich sind diese Prozesse zu werden. Und deshalb haben wir gesagt, wir legen ein Menschenbild zugrunde, das von der Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte ausgeht und lediglich eine Bedingung braucht, weil ich ein Mensch bin. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Universalität ist deshalb ein ganz zentrales Problem, weil wir als linke Partei, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns, davon ausgehen, dass die individuellen Freiheitsrechte der Menschen und ihre sozialen Rechte gleichermaßen Bestand und Anerkennung haben müssen und von der Gesellschaft beachtet und gefördert werden müssen. Darauf komme ich nochmal zurück in dem Zusammenhang unseres Verhältnisses zu Kapital und Wirtschaft. Und das ist natürlich, die Anknüpfung haben wir dann auch so formuliert, an den berühmten Marx'schen Satz, ne, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Aber wir setzen auch fort, diese Vision setzt die Abschaffung von Kriegen, dem Stopp der Zerstörung unserer Umwelt, der natürlichen Lebensgrundlagen ebenso voraus wie die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung, von Diskriminierung, von Hunger, Armut und Unterentwicklung. Sie würden nur über den Weg einer umfassenden Demokratisierung aller Lebensbereiche möglich sein. Sie ist Utopie und Realismus, also hier und heute und Zukunft zugleich. Und unser Ziel eines demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft, in der alle Menschen menschenwürdig leben können. Wir wissen natürlich, dass wir davon weit entfernt sind. Wir wissen aber auch, dass die Schritte, wo heute Menschen immer stärker sich in gesellschaftliche Entscheidungen einbringen wollen, wo sie auch zum Teil breit gefächert ihren Protest, siehe Stuttgart 21, an gesellschaftlichen Verhältnissen deutlich machen, dass diese Entwicklungen Wege in die Zukunft sein müssen, dass wir zu einer wirklichen, demokratischen, bei umfassend selbstverwalteten Gesellschaft in der Zukunft kommen wollen, in der sozusagen die Herrschaft im heutigen Sinne, die bei uns auf demokratischer Grundlage basiert, aber die eben gestärkt werden muss, umfassend gestärkt werden muss, durch direkte Demokratie notwendig ist und von uns Unterstützung finden muss.
Und deshalb haben wir natürlich zwangsläufig die Fragen der Demokratisierung der Gesellschaft, auch der direkten Demokratie, schwerpunktmäßig nochmal formuliert. Das sind übrigens alles Punkte, die sind im jetzigen Programmentwurf vorhanden. Das, was ich hier vortrage, sind Positionen, wo wir der Auffassung sind, es muss noch etwas verstärkt und etwas deutlicher zum Ausdruck gebracht werden. Und wir brauchen mitunter auch ein Stück weit eine etwas andere Diktion. Und wenn ich bei der direkten Demokratie bin, da bin ich mal bei so Sätzen, die wir natürlich in den letzten Jahren oft gehört haben, manchmal selber eingeübt haben, manchmal selber auch gesagt haben. Zum Beispiel der berühmte Satz, man kann auch vieles tun ohne Geld. Also selbstverständlich kann man in der Gesellschaft viel tun ohne Geld und man könnte zukünftig sicherlich noch viel mehr tun, wenn nicht die Gesellschaft so organisiert wäre, wie sie heute organisiert ist. Aber für heute gilt, liebe Genossinnen und Genossen, wenn man schon manches auch ohne Geld tun kann, die wirklich wesentlichen Fragen von politischer Gestaltung sind natürlich ohne finanzielle Mittel unter unseren Bedingungen nicht zu realisieren. Und jeder, der die Debatten zum Haushalt der Stadt Gera, das habt ihr fast alle davon, gehe ich aus, verfolgt hat, der kann das ja auch am kommunalen Beispiel nachempfinden. Ja? Also die wesentlichsten Fragen sind ohne finanzielle Umschichtungen und ohne finanzielle Mittel natürlich nicht zu lösen. Und deshalb sagen wir zunächst mal eins ganz deutlich. Wir brauchen bei der direkten Demokratie nicht mehr die Generalbeschränkung, dass die Bürgerinnen und Bürger über alles Mögliche reden können, aber nicht über die Verwendung von finanziellen Mitteln. Wir wollen das aufbrechen. Wir wollen in Thüringen, aber auch in dieser gesamten Bundesrepublik und für eine zukünftige Gesellschaft, dass auch Menschen über die Mittel, und zwar alle im demokratischen Prozess und ihre Verwendung mitentscheiden können, liebe Genossinnen und Genossen. Dann wird die direkte Demokratie viel realer, allerdings auch viel komplizierter, als sie heute ist. Aber wir können uns diesen Demokratieprozess nicht verschließen. Und wenn ich vorhin bei der Frage war, wir wollen perspektivisch eine herrschaftsfreie Gesellschaft, da muss ich sagen, das ist ein Schritt in diese Richtung. Denn darüber zum Beispiel, dass die Thüringer CDU es bisher immer wieder durchsetzen konnte, dass über diese entscheidende Frage Bürgerinnen und Bürger nicht direkt mitwirken können, darüber festigt sie ihre politische Position. Und wie diese CDU regiert auch heute wieder, ist es nicht einfach demokratisches Regieren. Es ist eben ein Stück weit auch einfach Herrschaft. Und damit darf man sich auseinandersetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, zumal als linke Partei. Will ich noch mal andere Dinge deutlich machen. Wir sagen natürlich, wir brauchen Demokratisierung in der Wirtschaft. Das ist eine Grundfrage der Gesellschaft. Denn heute ist es doch völlig klar, ich hatte es vorhin am Beispiel der Stromkonzerne erläutert, ich sage es aber mal, jetzt noch mal am Beispiel der Finanzmächtigen in diesem Land, also auch der großen Konzerne, vor allen Dingen natürlich aber auch der Banken- und Versicherungskonzerne. Also Schäuble war ja offensichtlich schlau genug zu sagen, ja, wir beteiligen die und hatte mit ihnen das schon mal ein bisschen abgesprochen, dass sie es dann auch ein bisschen machen. Ne? So, aber jetzt habt ihr ja alle gehört, in welchen Größenordnungen sich die Privaten beteiligen. Und da sage ich das nochmal ganz klar. Wenn nicht demokratische Strukturen in diese Finanzwirtschaft und in die große Wirtschaft kommen, und das ist unser programmatisches Ziel, wenn die nicht zunächst unter staatliche Kontrolle, und ich sage das bei den Banken nochmal aus der Finanzkrise heraus, auch die großen Geschäftsbanken, die müssen wir nicht pseudo-verstaatlichen, um den Steuerzahlern wie bei der Hypo-Real-Estate nur das Geld sozusagen und die Verantwortung wieder in diese Taschen zu geben in der Allgemeinheit, sondern dann müssen wir sie wirklich verstaatlichen, damit diese Gelder auch in den Staatshaushalt zurückfließen können und damit sie endlich einen Beitrag aus ihren Gewinnen zum Gesellschaft zur gesellschaftlichen Gesamtentwicklung bringen können. Das ist für uns unbestritten. Wer dieses Casino, das immer wieder weiterläuft, überwinden will, der muss hier grundsätzliche Veränderungen anstreben. Und das tut keine Partei in dieser Bundesrepublik. Das fordert allein die Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Dann ist aber Wirtschaft nicht gleich Wirtschaft. Das ist übrigens was in unserer Partei im Übrigen auch in dem Text des vorliegenden Programmentwurfs gerne mal übersieht.
Wir haben natürlich sozusagen das Rückgrat der Wirtschaft, kleine, mittelständische Betriebe und das Handwerk. Und egal, wie die Menschen, die uns übrigens zunehmend auch sagen, dass sie Kritik an dieser Art von Politik haben, das auch immer individuell sehen, diese Unternehmen, insbesondere auch die bei der Unternehmerstruktur in Thüringen, 95% der Unternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte in Thüringen, das muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, ja? Die leiden genauso unter diesem Diktat der großen Konzerne und Banken. Und ihre Beschäftigten leiden natürlich noch stärker darunter. Und wenn wir eine Änderung dieses Wirtschaftssystems, im Übrigen nicht des demokratisch verfassten Staats- und Gesellschaftssystems, ja, das muss man immer schön denen dazu sagen, die da gleich die Alarmglocke läuten wollen, ja, die würden von einer Änderung und einem Umbau dieses Wirtschaftssystems genauso profitieren. Und deshalb schlagen wir dafür im Programm eine ganz eindeutige Formulierung vor, die heißt: Der privatwirtschaftliche Sektor im Bereich des Mittelstands, des Handels und des Handwerks ist auch weiterhin als ein wichtiger Kern der Wirtschaft zu betrachten und insbesondere unter den Gesichtspunkten hoher Beschäftigungsintensität des regionalen Wirtschaftens sowie der Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit zu fördern. Und das empfehle ich auch sehr für die Debatten mit diesen Kreisen. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich jetzt über all diese Fragen, staatliche, gesellschaftliche Organisationen und so weiter in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft gesprochen habe, dann hat das natürlich alles zu tun mit dem großen Begriff Arbeit. Und da will ich nochmal sagen, sind wir immer noch in intensiver Debatte zu dem vorliegenden Programmentwurf. Da sage ich einerseits, natürlich, wir stützen alles, was dort richtigerweise festgehalten ist, unter den Stichworten guter Arbeit. Also, wo es darum geht, die Bedingungen der Lohnarbeit zu verbessern. Lohn- oder Erwerbsarbeit, wie immer man das sehen will. Das betrifft natürlich die Lohnfragen direkt, das betrifft Tariffragen, das betrifft die Frage der Mitbestimmung, das betrifft aber auch die Fragen in der Debatte zum Beispiel mit der Leiharbeit und alle diese Dinge. Das ist alles in dem Programmentwurf gut und richtig enthalten. Aber wenn man sich nun die gesellschaftliche Entwicklung und insbesondere die Produktivitätsentwicklung ansieht, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass alleine die Fixierung auf die Lohnarbeit für die Zukunft nicht mehr ausreicht. Wir brauchen schon aufgrund der Produktivitätsentwicklung natürlich Arbeit in anderen Bereichen, von den sozialen und kulturellen Anforderungen der Gesellschaft, etwa im Gesundheitsbereich und so weiter, kennt ihr alle, ganz zu schweigen. Und deshalb sagen wir eben, die Linke will eine aktive Verknüpfung jener vier Bereiche menschlicher Tätigkeit, die da heißen Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Eigenarbeit und gesellschaftliche Arbeit. Und das betrifft im Übrigen auch alle Bereiche der sogenannten ehrenamtlichen Arbeit. Denn diese Gesellschaft und die vorherrschende Politik in dieser Gesellschaft, die lädt immer mehr gesellschaftlich notwendige Arbeit ins Ehrenamt ab. Na, das ist ja okay, aber doch bitte nicht, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, als Sparfaktor für die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft diesen Weg geht, dann muss sie auch, ich komme auf das Thema zurück, finanzielle Mittel und Möglichkeiten für die sachliche und personelle Realisierung dieser Aufgabenbereiche dazugeben. Das ist für uns eine immanente und zentrale Frage. Und wenn wir mehr Zeit für Bildung aufbringen müssen, ja, dann müssen wir natürlich Fragen der Arbeitszeitverkürzung und anderes debattieren. Einen vorletzten Bereich, den ich hier noch ansprechen möchte, das ist die ganze Problematik Wissen und Medien. Das wird immer wichtiger. Und deshalb sagen wir zum Beispiel im Bildungsbereich, wir brauchen eine umfangreiche Reform. Deutschland ist das Land nach wie vor, wo die sozialen Unterschiede am ausschlaggebendsten für den Bildungsweg sind. Diese Fakten sprechen sozusagen Bände von unserer Situation. Deshalb, das kennt ihr, wollen wir eine grundsätzliche Veränderung. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Wir wollen natürlich den Erhalt bzw. die Herstellung der Kostenfreiheit in allen Bereichen der Bildung. Aber im Übrigen, meine Damen und Herren, steht für uns, liebe Genossinnen und Genossen, steht für uns auch die Frage, also wenn natürlich ein Studium berechtigterweise
ohne Studiengebühren aus unserer Sicht ist, aber wenn Bildung lebenslang ist und sozusagen von null im Lebensalter beginnt, dann ist für uns perspektivisch auch eine ganz eindeutige Frage, dass der Bereich der Kindertagesstätten also für uns perspektivisch auch kostenfrei sein muss, liebe Genossinnen und Genossen, und dass wir da sozusagen unseren politischen Hebel auch ansetzen. Ein ganz großer Bereich, der oft diskutiert wird, sind die Medien, auch die neuen Medien, wo wir sagen, es darf einerseits keine Beschränkungen geben, wo wir aber andererseits auch sagen, im privatwirtschaftlichen Medienbereich muss ein Kodex vereinbart werden, der eindeutig sagt, dass nicht die Kapitalinteressen der Eigner die Ausrichtung der journalistischen Tätigkeit bestimmen darf. Aber das, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ist heute vielfach einfach der Fall. Es ist eben wahr, dass ungefähr 200 Familien in diesem Land, denen die Medien gehören, alleine bestimmen, wie die Meinungsvielfalt auszusehen hat, wo sie begrenzt wird und wo nicht. Und das ist einer aufgeklärten Wissensgesellschaft nicht zuzutrauen. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Eigentumsverhältnisse, die ich mal an dem Punkt ansprechen will. Und was unsere öffentlich-rechtlichen Medien betrifft, dort brauchen wir auch Veränderungen. Da brauchen wir nämlich eine wirkliche Staats- und Parteienfernung. Die Bürger müssen viel größeren Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewinnen können, als das gegenwärtig der Fall ist, wo sich in den entsprechenden Aufsichtsräten und Gremien immer nur wieder der aktuelle parteipolitische Proporz aus den Parlamenten wiederfindet. Ja? Also für die Zukunft, wo informiert sein und allseitig informiert sein immer wichtiger wird für die Perspektive des persönlichen Lebens, muss eine Partei auch den Mut haben, diese Fragen aufzuwerfen, auch wenn sie vielleicht von den Medien oder zumindest von denen, die in den Medien oft bestimmen, nicht mit großer Freundlichkeit aufgenommen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, ich hatte an der Stelle noch ein paar Bemerkungen zur Kommunalpolitik, aber ich habe das eigentlich an dem Thema Bürgerhaushalt deutlich gemacht. Wir wollen, ich kürze das jetzt ab, natürlich vor allen Dingen in drei Punkten hier Entwicklung herbeiführen. Wir wollen, dass die Verfasstheit, die Verfassungsstellung der Kommunen im Land entschieden gestärkt wird, dass wir daher zu wirklicher kommunaler Selbstverwaltung wiederkommen. Wir wollen als Kernpunkt dieser Frage eine Finanzverfassung für die Kommunen, die ihnen die finanziellen Mittel für die durch sie auszuübenden Aufgaben auch wirklich zukommen lässt. Und wir wollen endlich wenigstens eine Gleichberechtigung der Kommunalwirtschaft gegenüber der privaten Wirtschaft in diesem Land, um hier sozusagen die Fragen der Daseinsvorsorge nicht nur immer auf dem Papier, sondern viel stärker in Zukunft auch wieder in der Realität umsetzen zu können. Diese Vorschläge sind von der Bundesarbeitsgruppe Kommunalpolitik eingebracht und werden auch von den kommunalpolitischen Gremien unseres Landes sozusagen getragen und sind dort mit ausgearbeitet. Liebe Genossinnen und Genossen, aktuell steht natürlich immer wieder die Frage, wie behaupten wir uns in den aktuellen Auseinandersetzungen? Etwas plakativ will ich noch mal sagen, aber es ist nicht verkehrt deshalb, es unterstreicht es nur in der Verkürzung. Wir sind uns doch, denke ich, immer im Klaren darüber, dass dieses Land und diese Gesellschaft weder eine zweite sozialdemokratische noch eine zweite grüne Partei braucht. Es braucht eine originäre Linke, die den demokratischen Sozialismus auf ihre Fahnen schreibt. Und dafür gibt es viele Potenziale in der Gesellschaft. Was gegenwärtig passiert, ich habe das auf dem Gebiet der Energiewirtschaft gesagt, das sind handfeste Auseinandersetzungen und Macht und Eigentum. Und unsere Position als linke Partei, und das sagt auch dieses Programm aus und muss es vielleicht noch stärker aussagen, ist natürlich die Position, dass wir die Position vertreten, dass diejenigen, die mit ihrer Arbeit den Reichtum in diesem Land schaffen, und das ist immer noch so, dass dieser Reichtum durch lebendige Arbeit geschaffen wird, die müssen darüber mitbestimmen können, wie dieser Reichtum in der Gesellschaft verteilt wird, und die müssen auch darüber mitbestimmen können, wie die Allgemeinheit von diesem Reichtum profitiert. Das ist die zentrale Frage in dieser kapitalistischen Gesellschaft, und insofern stellen wir diese kapitalistischen Verteilungsverhältnisse als System durchaus ganz deutlich in Frage. Liebe Genossinnen und Genossen.
Und wir wollen uns in etwa in drei Punkten da deutlich sagen, das braucht die Möglichkeit all dieser Menschen, die die Reichtümer arbeiten, mehr über ihre Zeit zu verfügen. Sie müssen auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit Einfluss nehmen können. Wir brauchen eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit, um mehr Menschen auf Arbeit zu ermöglichen. Wir brauchen demokratische Beteiligung an auch wirtschaftlichen und betrieblichen Entscheidungen, viel mehr Mitbestimmung. Wir brauchen in wichtigen Bereichen auch eine Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Unternehmen. Wir brauchen sozusagen den Ausbau der Möglichkeit sozialer Betätigung und sozialer Räume. Das ist eine wichtige Frage. Wir brauchen, wie gesagt, diese andere Verteilungsfrage. Wir brauchen aber auch gerade zur Stärkung der demokratischen Institutionen eine politische Aktivität gegen Korruption, Filz, Willfährigkeit, gegen die Tatsache, dass die großen Monopole unserer Regierung eigentlich diktieren, und die lässt es auch so mit sich geschehen. Und ein Aspekt, den ich fast gar nicht angesprochen habe, aber ich denke, das wird meine nachfolgende Rednerin noch tun: Wir brauchen noch eine viel effektivere und auch wieder, sagen wir mal, lebhaftere Debatte um die internationalen und außenpolitischen Fragen. Wer Globalisierung sagt, der meint in der Übersetzung natürlich eine kapitalistische Globalisierung, verbunden mit Armut und Ausgrenzung für zig, hunderte Millionen Menschen auf dieser Erde. Und da muss man auch mal deutlich sagen, es ist immer noch so, dass unsere europäischen Konzerne von dieser Ausbeutung der dritten Welt leben, dass sie ihre Profite auch daraus schöpfen. Und deshalb brauchen wir auch in Inland eine Debatte über diese Fragen in ganz entscheidender Weise. Und das führt natürlich auch dazu, dass die internationale Kontrolle des Finanzkapitals ein ganz wichtiger Schritt in dieser Richtung ist. Und das sage ich vielleicht mal zum Schluss. Gregor Gysi hatte vor Jahren immer wieder eingefordert, wir bräuchten zumindest erstmal eine Verstaatlichung aller Rüstungskonzerne in diesem Land, dass wenigstens nicht private Interessen immer wieder dazu führen, dass am Waffen und am Produktion und am Waffenhandel in diesem Land unwahrscheinlich viel verdient wird. Aber ich will es noch mal deutlicher sagen, wir brauchen eine Situation, dass wir Abrüstung und Konversion und zivile Produktion brauchen und dass wir Rüstungsproduktion so stark wie möglich in den nächsten Jahrzehnten einschränken, weil eine der größten, wenn nicht die größte Ursache für Konflikte und Kriege ist, dass man an Krieg und Waffen als Konzern nach wie vor viel verdienen kann, liebe Genossinnen und Genossen. Und das kann nicht unsere Position sein. In diesem Sinne wünsche ich uns weiter eine interessante Debatte zu diesem vorliegenden Programmentwurf. Und ich bin trotz aller schwierigen Diskussionen schon der Gewissheit, dass wir einen Schritt in unserer politischen Positionierung, Profilierung und im Dialog mit der Öffentlichkeit nach vorne kommen, mit Blick auf den Parteitag im Dezember. Vielen Dank.